Herzlich willkommen zu einem weiteren Let's Play Victoria 2. Wir sind noch immer mitten im Krieg mit Deutschland um die Vorherrschaft in Deutschland. Also eigentlich nicht wirklich, weil die Vorherrschaft haben wir schon, aber wir hätten ganz gerne noch Pommern von ihnen. Ein mehr oder weniger brauchbares Gebiet. Wo gehen denn die hin? Nach Stettin? Ist das da Stettin? Ja, okay, wir gehen da nicht her. Das war ein Fehler. Wo kommen die her? Wieso kriegen diese dämlichen Skandinavier so viele? Ach Gott. Können wir mit denen einen Separatfrieden schließen? Was sagt ihr? Abgelehnt ist eh klar. So, in Stendal haben wir ein paar Leute erledigt. Das ist gut. Dort können wir auch ein bisschen was zurückerobern. So, da gehen welche nach Schwerin bis zum 5. Oktober. Wenn wir da hergehen, sind wir da rechtzeitig? Glaube ich zwar nicht, aber versuchen können wir es ja mal. So, Breslau passt. Deutsche Krone passt. Foka haben wir. Du gehst mal daher. Vorratslimit schauen wir mal. Können wir alles noch erhalten. Sehr gut. Ah ja, warte mal, da haben wir 34.000 Mann, die ebenfalls irgendwo hingehen könnten. Nach Triarana vielleicht. Da sind 40.000, die nach Skoda gehen. Die werden wir dort einmal angreifen. Hey, Frankfurt gewonnen. Sehr gut. Geht's weiter nach Gießen. Durres gewonnen, das haben wir gerade gehört. Gut, 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 gut. 60.000 Mann. Ich hoffe, die überheben sich damit nicht. Mit dem Angriff auf die Osmanen da. So, da haben wir 32.000, die sich erholt haben. Die gehen einmal nach Siirt. Oh, da sind ja doch Briten. Schau an. Die sind ja doch nicht vollkommen sinnlos. Oh ja, sie sind vollkommen sinnlos. Aber gibt's denn das? Was macht sie da? Tut sie auch irgendwas Sinnvolles machen? Ah, 39.000 Briten. Ob da noch Briten kommen, um mir zu helfen? Ich glaube eher nicht. Frankreich ist da der weit sinnvollere Verbündete. Und auch meine ganzen deutschen Freundesstaaten sind irgendwie das sehr sinnvoll, was das betrifft. Na gut, schauen wir mal. Upsi, warte mal. Gefällt mir nicht, was ich da gesehen habe. Das sind ja nochmal 30.000. Okay, du bleibst da. Gießen ist okay. Kaspert ist auch okay. Jetzt Kralowitz ist auch okay. Nguru ist okay. Gombe gewonnen. Das sind jetzt diese 71.000. Wo sind wir da angegriffen worden? 36.000, aber jetzt greifen sie mich an. Das ist was anderes. Ihr? Da.
Also die Schlacht haben wir auch gleich gewonnen. Kohlberg haben wir gewonnen. Gut. Ah, die gehen wieder nach Schweinemünde. Ah, nein, du bleibst da dabei. Du bleibst auch da. Nach Tirana. Ah, Feiglinge. Sind nicht weitergekommen. Wie sollen wir euch denn dann erobern? Bekämpfen? Skoda. Ach, geh weiter nach Pristina. In Linz angekommen. Gut, dort erholst du dich einmal bitte. Das sind nämlich die 72.000. Die Schlacht von Cottbus. Haben wir gewonnen. Wo war die? Ach so, genau. Das war die, wo sie die Sachsen angegriffen haben. So, da haben wir noch welche. Die gehen auch daher. Bautschi, na schon. Raditz Karlowitz. Ah, noch ein zweites. Na, dann geht's ja nach Prag. Gewonnen. Gut, soll sein. Wohin gehen die? Nach Girocasta. Jetzt haben wir nach Florida weiter. Okay. Trischrennen. Sollten wir die vielleicht da angreifen? 10. Oktober. Schaffen wir das noch rechtzeitig? Ich glaube es gar nicht. Ah, doch am 10. Oktober. Bis zum 11. Oktober. Ja, du gehst einmal da her dabei. Okay. Wir haben die Belagerung in Gießen gewonnen. Das ist ja schön. Ah, jetzt kümmern wir uns mal um die Typen da in Gotha. Nein, 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 nein. Darum kümmern wir uns. Ihr kümmert euch um die Typen in Gotha. Das ist mir nicht recht, dass die da irgendwelche Typen von mir angreifen. Ah, okay. Die Spanier kümmern sich da um die paar Deutschen. Sehr gut, das war gut. Sie sind in die Falle getappt, endlich. Nachdem wir sie nicht angreifen haben können, gescheit. Okay, in Prag, in Kananga. Was machen wir da? Da wollen wir gar nicht hin. Daher wollen wir. Novi Paja. Okay. Erreichen wir die noch? Das ist jetzt eine gute Frage. Oh, weiter nach Nisch einfach und aus. Wir dürfen da offensichtlich durch, aber wir wollen nicht. Wer weiß, was die dort stehen haben. Obwohl besser wäre es eigentlich, die Griechen hier zu unterstützen. Naja, in gewisser Weise unterstützen wir sie ja, indem wir die da angreifen. Oder? Schon.
Ha, und wir schaffen es auch rechtzeitig. Wir haben Tirana gewonnen. Oh, die gehen auch gleich daher. Und Yola verloren. Naja, damit können wir, glaube ich, leben. Ein Guru gewonnen. Ach, Kufe. Und wir sind in Nisch. Ah, apropos USA. Wollen die vielleicht noch ein Bündnis mit mir? Tja, die lieben mich alle. Das ist gut. Außer Deutschland. Das ist nicht gut. Oder eigentlich schon. Ist mir eigentlich egal. Wir haben die Schlacht von Gotha gewonnen. Dann gehen wir da nach Meiningen, sonst dauert ja das ewig. Oder? Na. Genau, da zu der Schlacht und helfen wir denen. Yes, ich bin sie los, die elenden Deutschen. Kufe. Die Schlacht von Halle gewonnen. Ha! Take this, Germans. So, du gehst nach Aussig zum Erholen. Du gehst nach Dessau und du gehst nach, puh, schwer zu sagen, was machen die da eigentlich? Die rennen die ganze Zeit zwischen Stettin und Schweinemünde rum. Ja, du bleibst einfach da stehen. Dann kannst du nämlich Berlin und Dessau unterstützen im schlimmsten Fall. Oder nein, du gehst nach Magdeburg, dann kannst du nämlich Stendal auch unterstützen. Hey, Kinshasa, erobert. Oh, lass die Binder. Wir sind in Berlin und in Dessau. Und wo ist Murzuk? Ah, da. Das haben wir auch erobert. Nach Saba. So, wie schaut das jetzt aus mit unserem Krieg? 54%, immerhin. Schlachten plus 40 schon. Obwohl wir diese eine riesen Schlacht verloren haben. Gut, was denn? Achso. Ja, auf nach Benghazi. So, und wir sind in Magdeburg angekommen. Uff, wir werden in Berlin angegriffen. Von wem? Ah, von Bauern. Na, war doch ganz gut, dass wir da in Magdeburg sind. Ja, dann können wir gleich darüber gehen und sie unterstützen. Aussig. Bautschi. Sollen wir diese Typen da angreifen oder sollen wir es lassen? Lieber wäre es mir natürlich, wenn sie mich angreifen würden. So wie die in Berlin. Freunde, dabei habe ich euch doch da eh geholfen. Ja, ihr seid jetzt überrannt worden von den Skandinaviern. Da sind noch immer 100.000 Skandinavier. Was machen die da? Haben die nichts Besseres zu tun? Die Schlacht von
Spitola haben wir gewonnen. Aber unter welchen Verlusten? Autsch, das hat wehgetan. Nach Skopje nach, hinterher. Das müssen wir auf jeden Fall nutzen, die Chance. Was ist da? Woher kommen denn die? Ach so, weil die Frieden geschlossen haben, deshalb. Das ist mir sehr recht. Ich glaube, die können wir sogar besiegen. Prenzlau. Was ist mit euch? Hier geht's nach Schwerin. Gut, dann wollen wir da diese 20.000 Mann einmal angreifen. Von allen Seiten. Als nächstes werden wir versuchen, Schweinemünde. Stendal haben wir auch zurückerobert, das ist wichtig. Dann bleiben die nämlich auf unserer Seite. So, ihr bleibt hier stehen, da können wir nämlich die Truppen da unterstützen. Diese 19.000 da oben sind sowieso schon tot, mehr oder weniger. Kufe haben wir auch gewonnen. Gehen wir weiter nach Zinder. Oh, sehr gut. Küstrin. Ah ja. Das ist der Vorteil von besserer Technologie. Man ist auch schneller. Diese türkische Armee wird es nicht überleben. Diesen Kampf, den wir hier führen. Okay. Schlacht von Minden. Gut. 30.000 Mann gehen nach Detmold. Ja, dann gehst halt nach Bautschi. Hey, Dessau, was ist da gewesen? Was ist da passiert? Ah, Leute, die durch die Mobilisierung herauf vorgekommen sind. Gut, du gehst zu den anderen, die gehen nach Saba, dann gehst du nach. Nein, dann gehst du nach Saba und du gehst sogar weiter nach Gorian. Kribi. Hat nur 5 Tage gedauert. Die sind offensichtlich besser, was die Belagerung betrifft, als diese 80.000 Skandinavier. Berlin haben wir gewonnen. Wohin gehen die 3000 Mann, die da noch da sind? Nach Cottbus.
Ja, auch nach Cottbus. Und die auch. Okay. Und in Dessau, die sind sowieso hinüber. Und in Stettin haben wir auch gewonnen. Wir waren da auf meiner Seite. Württemberg. Finde ich toll, Württemberg. Oh, wartet mal. Hier nicht. Geht es nur nach Prenzlau. Katzina. Cottbus. So. Da gewonnen, auch nicht schlecht. Pristina. Gut, auch in Afrika gewinnen wir langsam. Sehr schön. Obwohl die Skandinavier da extrem stark sind eigentlich. Und durch die Hilfe von den Osmanen ist das auch so eine Sache. Oh, da sind ja ein Haufen Osmanen. Wir sollten dann da drüben vielleicht ein bisschen aufräumen unter den Osmanen. Anstatt hier weiter zu kämpfen, weiter zu erobern, irgendwelche Sachen, die wir eh nicht brauchen. Die uns vor allem auch keine Punkte oder sonst irgendwas bringen. Die Schlachten hingegen. Wie schaut das aus? Komm schon, Griechenland, ich weiß, du willst es. Fordere von den Osmanen irgendwas Gescheites. Diese Inseln da unten zum Beispiel. Skopje gewonnen. Du gehst mal nach Pristina zurück. Und du gehst. Oh, wartet mal. Daher. Du auch. Lass mal das den Dings machen. Den. Griechen, wir werden Griechenland dann ein bisschen unter die Arme greifen. Maradi. Ja, Hannover.
sieht ihn. Gavian. Okay. Noch Göttingen. Oh, okay, da kann man jetzt nichts machen. Upsi. Gehen wir doch weiter. Achso, warte mal, zweite Münde ist auch schon wer. Das heißt. Auf die Belagerung. So, let's go watch. Gut, warte mal, da wollen wir also nicht hin. Auf nach Flore. Wow, sie haben ganz Alexandria erobert schon. Gut, dann werden wir aber da ein bisschen anders umgehen mit der Situation. Wohin gehst du nach Sibarani? Du gehst einmal daher. Genau deswegen gehe ich in kleinen Gruppen, damit ihr dann dort reinhatscht mit euren Riesenarmeen und mir alles zerstört. Da sind 11.000 Peruaner. Bist du wahnsinnig? Die sind bis hierher gefahren. Nur um ein Stück Wüste zu erobern. Finde ich auch nicht schlecht. So, da haben wir jetzt 60.000 gegen 60.000. Salala ist Kernprovinz, ist okay. Go to Calabar, das haben wir gewonnen. Auf nach Bonnie. Jackboop. Ah, okay. Geh nach Baviti und hilf denen. Die sind in Oh. Pfeif auf Sofia. Unterstützen da die Griechen. Neustrelitz. Gut, 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 gut. Wo können die hinfliehen? Ah, die sind aus Pritzwalk raus. Die doofen Wappler von Bayern. Die haben echt nichts Besseres zu tun, oder wie? Grrr.
Und es hat noch immer keiner irgendwas dazu gemacht. Super. Na, sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Das heißt, diese Schlacht gewinnen wir auf jeden Fall. Bonnie, Parfusan und Duale. Na, dann gehst du mal daher. Hey, und wir haben Berlin erobert. Jetzt sollte es eigentlich ziemlich schnell vorbei sein. Vor allem, wenn wir mal da die Gebiete erobert haben. So, wie schaut es denn eigentlich mit euch aus? Seid ihr erholt? Noch nicht wirklich. Es sind auch nur 8 Schiffe. 2 große und 6 kleine. Na, vor denen habe ich Angst. Die sind besser als wir. Jetzt haben wir da auch einen Haufen Skandinavier erledigt. Naja, wobei, ja, wieso nicht? Wenn wir Pommern haben, wäre cool, wenn wir dieses Ding dann noch freikriegen würden. Dann würden wir seine Hauptstadt vom Rest abschneiden. Naja, schauen wir mal. Und 72% haben wir schon. Kann man ein Kriegsziel hinzufügen? Nein. Auf nach Tukari. Boah. Das war ja Wahnsinn. Da haben wir ihn ganz schön betoniert. Du gehst nach Saria nach und der andere bleibt hier. Okay, Hannover haben wir auch gewonnen. Ups. Das sind ja noch 19.000 Typen gewesen. Bonnie. Wenn weiß nichts ist, Wari. Wari. Kavala, endlich. Das könnte für die Griechen eine Kehrtwende in dem Krieg sein. Jetzt daher gehen die alle hin nach Petrich. Hier geht's daher. Bis daher. Bitte, soll sein. Mari Misrata. Aber ja, wieso nicht? Weg mit ihnen. Sehr gut. Im Briefwahl haben wir auch gewonnen. Da haben wir praktisch nichts mehr verloren. So, dann haben wir da einen neuen Anführer dazu.
Na geh. Ach, nehmen wir den. Tokari. Was soll das jetzt mal? Da sollten nicht 107.000 Leute rumstehen. Die sollen noch irgendwas Sinnvolles tun. Nach Lüneburg. Einer geht da hier. Und der geht sogar da hier. So, jetzt aber. Kommt schon, irgendein Kriegsziel hinzufügen. Peru hat ein Stück Wüste erobert, auch nicht schlecht. So, das da hier. Können wir gegen die Osmanen ein Kriegsziel hinzufügen? Ja, aber das kostet uns alles irre viel Infamie. Platz an der Sonne kostet uns 10. Abbrechen. Die spinnen ja. Erniedrigen kostet uns auch 3. Wie ist das mit denen? So, du möchtest mir Pommern anbieten, gell? Ich müsste warten, ob noch irgendeiner von meinen Verbündeten ein Kriegsziel hinzufügt. Das wäre schon irgendwie cool. Naja, ist ja wurscht. Pommern ist eh super. Somit haben wir praktisch die gesamte Ostseeküste in unserer Hand. Nicht ganz, aber fast. Sollten wir noch einen Krieg führen, wenn wir schauen, dass wir das da freikriegen. Bei Bremen, Lüneburg, da in der Gegend, irgend sowas. Dann haben wir Deutschland vollkommen zerstört. Schauen wir mal, ob wir sie überhaupt sogar aus den Top 8 rauswerfen können. Vielleicht schaffen wir es, dass Skandinavien unter die Top 8 kommt. Mit 1470 sind sie jetzt eh ziemlich modig. Ich meine, Pommern ist jetzt wahrscheinlich nicht das großartigste Gebiet, was wir ihnen da rausgerissen haben aus der Seite, aber Gebiet ist Gebiet. Oh, außerdem, bei ihnen herrscht gerade die NSDAP. Tja, unglaublich. Noch ein Grund mehr, sie etwas zu niederzudrücken. Na gut, Herrschaften, der Krieg ist zu Ende. Es sind fast 40 Minuten vorbei, bist du wahnsinnig. Ich drehe jetzt ab, werde meine Truppen wieder zurück nach Hause beordern und wünsche euch einen wunderschönen guten Abend. Schlaf gut und träumt was Schönes. Bis dann.